Hallo, ich bin Johanna Teuvonen und ich studiere hier in Freiburg an der Musikhochschule Schulmusik. Ursprünglich komme ich aus Finnland, wo ich auch vor dem Studium hier in Deutschland studiert habe. In Finnland habe ich Schlagwerk und Musikpädagogik studiert und als ich in Finnland studiert habe, habe ich dann auch 2 Semester Erasmus gemacht, und zwar in Deutschland, in Mannheim. Und als ich dann im Erasmus war, habe ich mir sozusagen das Schulmusikstudium in Deutschland auch versucht, so ein bisschen anzuschauen. Habe Seminare auch im Bereich der Schulmusik besucht und viele Leute auch kennengelernt, die Schulmusik studiert haben. Und dann kam mir der Wunsch, dann auch noch nach dem Studium in Finnland mich in Deutschland zu bewerben, um hier Schulmusik zu studieren. Und nach dem Abschluss in Finnland habe ich mich dann hier in Freiburg auch beworben. Und dann habe ich mich auch für Freiburg entschieden, als ich die Zusage bekommen habe, hier, also für den Schulmusikplatz. Und warum habe ich mich für Freiburg entschieden? Erstens für mein Hauptfach, also für Schlagwerk, ist Freiburg sehr berühmt. Und deshalb habe ich mich natürlich gefreut, dass ich hier einen Platz bekommen habe und auch in der Schlagzeugklasse einen Platz hatte. Das war so ein großer Grund. Dann natürlich einfach die Hochschule auch. Sie ist groß und auch hat so eine offene Atmosphäre. Schon so bei der Eignungsprüfung hat man das so ein bisschen mitgekriegt. Und deshalb habe ich dann Freiburg gewählt. Und natürlich die Stadt ist natürlich super attraktiv. Und ja, vielleicht auch noch so ein kleines Ding zum Thema Internationalität. Als ich in Finnland war, ich war auf dem Musikgymnasium, da hatten wir einen Schüleraustausch zu einer Schule hier in Freiburg, die auch einen Musikschwerpunkt hat. Und tatsächlich kannte ich dann auch Freiburg schon vorher, auch so ein bisschen aus diesem Musikkontext, und kannte dann auch Leute, die hier studiert haben oder hier gelehrt haben. Und das war natürlich auch ein Grund, warum ich dann mich für Freiburg entschieden habe. Als ich mich fürs Erasmus beworben habe, habe ich gedacht, okay, ich möchte in ein Land gehen, wo ich die Sprache kenne. Ich hatte auch zum Beispiel Schweden und Norwegen auf meiner Liste, wo ich mich auch beworben habe, weil ich auch Schwedisch kann und natürlich Englisch kann und dann kann ich natürlich Deutsch, weil ich gedacht habe, egal wo ich hingehe, ist es natürlich ein Vorteil, wenn ich die Sprache kann, weil ich dann überzeugt war, ich nehme einfach noch viel mehr mit, als wenn ich irgendwo hingehe, wo ich die Sprache wirklich nur ganz, ganz wenig kann oder gar nicht oder so. Aber warum wollte ich nach Deutschland? Neben dem, dass es meine zweite Heimat ist und ich das auch mal in dem Land leben wollte. Vor dem Erasmus hatte ich nie irgendwie länger als vielleicht 3 Wochen in Deutschland am Stück verbracht. Genau, also ich wollte irgendwie das Land erleben, auch mal hier wohnen, ausprobieren, ja, wie ist es hier zu wohnen? Einfach unabhängig jetzt von der Musik. Aber natürlich hatte ich den gleichen Reiz, den bestimmt viele haben, dass Deutschland natürlich der kulturelle Raum hier hat eine wichtige Rolle in der Musikgeschichte gespielt, spielt es immer noch, also ist zentral einfach. Wir sind irgendwie so mittendrin und Deutschland war auch früher schon mittendrin. So einfach dieses kulturelle Erbe und so ist natürlich ein ganz anderes, als jetzt Finnland das hat. Und dann hatte ich halt so den Gedanken, ja, ich möchte mal hier an eine Musikhochschule. Die sind halt, viele Musikhochschulen in Deutschland haben natürlich auch schon eine lange Geschichte oder existieren halt schon lang. Da haben berühmte Persönlichkeiten vielleicht gewirkt in den Städten, wo die Musikhochschulen sind. Und deshalb wollte ich, oder hatte ich den Wunsch halt nach Deutschland an eine Musikhochschule zu kommen. Und weil es hier einfach auch viele Musikhochschulen gibt, also es ist auch so lebendige Umgebung, würde ich mal sagen. Und dann bin ich tatsächlich an die Hochschule gegangen, wo ich die Zusage dann dafür hatte. Also, ich hatte das Glück, dass als ich angefangen habe hier, natürlich noch nicht Corona war, sondern alles ganz normal war. In Schulmusik sind wir in Freiburg ein relativ großes Semester. Das heißt, man findet einfach schon mal in seinem Semester Anschluss. Wir hatten dann auch so, also das war richtig super. Wir wurden dann auch von den anderen Schulmusiksemestern begrüßt. Es wurde irgendwie gleich so ein bisschen Gemeinschaft geschaffen. Man hat natürlich auch viel Kleingruppenunterricht. Und naja, mit denen du dann in der Kleingruppe bist, hast du auf jeden Fall erstmal zu tun untereinander. Und daraus bilden sich dann auch Freundschaften.
Das heißt, sozusagen in meinem Schulmusiksemester hat man natürlich sofort Anschluss gefunden. Dann in der Schlagzeugklasse natürlich, weil man da auch sehr viel miteinander zu tun hat. An der Uni ist es ganz anders. Das ist viel anonymer, wenn man in so einer Massenvorlesung sitzt. Hatte ich natürlich ein paar Leute aus Musik, die dann auch mit mir mein Fach angefangen haben, das zweite Fach an der Uni fürs Lehramt. Aber hätte ich nicht die paar Leute gekannt, hätte ich da auf jeden Fall nicht sofort jemand kennengelernt. Und tatsächlich bis jetzt habe ich nur sehr wenig Anschluss an der Uni, weil man da sich auch viel, also weil es gefühlt viel schwieriger ist, sich kennenzulernen. Natürlich durch die ganzen digitalen Sachen jetzt ist es noch schwieriger geworden. Aber auch schon davor war es eher an der Musikhochschule, wo man so sein soziales Umfeld hat. Und ich glaube, das geht vielen so. Dann wohne ich in einem Wohnheim. Und das ist natürlich auch richtig toll. Da findet man natürlich Anschluss von den Mitbewohnern, weil es ist natürlich eine etwas größere WG. Das war für mich auch so ein Punkt, als ich dann überlegt habe, wo will ich hier wohnen in Freiburg. Dann habe ich mich natürlich auch fürs Wohnheim beworben, weil ich dachte, ich bin wirklich neu hier in Freiburg. Ich kenne eigentlich niemanden. Und dass das auch eine Möglichkeit ist, andere Studierende kennenzulernen. Erstmal und irgendwie im Wohnheim laufen natürlich auch viele Aktionen oder so. Das heißt, da konnte ich dann auch Anschluss finden, was natürlich auch jetzt in der Corona-Zeit ein großer Segen war. Also ich habe das Gefühl, man ist zum Beispiel gerade in Schulmusik auch sehr ausgelastet mit dem Studium. Das heißt, so ganz, ganz viel außerhalb hat man gar nicht Zeit, noch außerhalb von der Hochschule zu machen. Und das ist natürlich auch so wegen Corona ein bisschen auf der Strecke geblieben, sich dann noch außerhalb Sachen aufzubauen, sage ich mal, oder noch irgendwie aktiv irgendwo mitzumachen, bei einem Chor oder so. Genau. Aber ich bin sehr froh darüber, dass ich gerade auch an der Hochschule sehr gut Anschluss gefunden habe und es auch relativ einfach war. Jos haluu opiskella Saksassa yliopistossa tai korkeakoulussa, niin ensinnäkin kielitaito on kaiken A ja O, eli opiskelkaa saksaa lukiossa yläasteella, ehkä jo ala-asteella, opiskelkaa kieliä ylipäätään, mutta erityisesti jos nyt haluaa Saksassa opiskella, niin kielitaito on avain kaikkeen ja Suomessa on hyvä mahdollisuus myös opiskella lukiossa saksaa, suorittaa ehkä saksan kielidiplomi myös. Sitä kautta sitten on mahdollista niin kuin hakea opiskelemaan Saksaan ja myöskin pärjätä saksalaisessa yliopistossa. Ja no, mä opiskelin saksaa koulussa lukiossa tai no ala-asteelta asti ja koen, että se on antanut mulle eväät opiskella saksalaisessa korkeakoulussa. Eli opiskelkaa saksaa, käykää Saksassa lomalla tai Itävallassa, Sveitsissä ja tutustukaa kulttuuriin, kattokaa saksalaisia TV-sarjoja, kuunnelkaa kieltä ja tosiaan opiskelkaa saksaa jo koulussa, koska se avaa mahdollisuuksia myös sit opiskella ulkomailla. Ja sitten ei niinku rajoitu mahdollisuudet vaan siihen, että opiskelee Suomessa, vaan on ovet auki maailmalle.